Mein Name ist Rosa Lachenmeier. Ich bin seit etwa 36 Jahren künstlerisch aktiv und ich lebe und wohne und arbeite in Birsfelden bei Basel. In dieser Ausstellung hier bin ich mit einem Frühwerk vertreten. Es sind diese Schallplatten, die ich 1985 gemacht habe. Damals habe ich mich sehr beschäftigt mit verschiedenen Objekten, die als Bildträger dienen können, auch ein bisschen in Anlehnung an die Pop-Art. Ich bin da durch Brockenhäuser und Flohmärkte gestreift und habe da die verschiedensten Dinge ausprobiert, zum Beispiel auch Teller oder Kleider. Und die Schallplatten, die haben es mir sehr angetan wegen der Bedeutung für die Musik. Damals hatten ja alle Schallplatten zu Hause, um Musik zu hören, aber auch wegen der Ästhetik dieser schwarzen, schönen schwarzen Kreisfläche. Die 80er Jahre, als ich das gemacht habe, das war so die Zeit eines Aufbruchs. An der Schule für Gestaltung, der Kunstschule in Basel, hat Röne Pulver gerade die Videoklasse neu aufgemacht. Pippi Lotti-Rist hat dort studiert und ich war auch an dieser Schule. Und da war diese Aufbruchsstimmung mit Videokunst und neuen Geräten. Und so habe ich auch diese Motive gefunden, die da sehr aktuell waren. Zum Beispiel die Videokamera auf der Schallplatte gemalt, die Fotokamera oder auch der Filmprojektor. Und wenn ich das heute anschaue, dann ist das eigentlich bereits sehr historisch, weil kaum jemand hört Musik ab Schallplatten, die Liebhaber noch. Auch die Videokamera, das ist alles so ein bisschen ein Zeitdokument, würde ich sagen, jetzt im Nachhinein. Es zeigt auch, wie unglaublich schnell dieser technologische Wandel vor sich gegangen ist, von diesen Geräten zu heute. Was mich fasziniert an diesem Bildträger, die Schallplatte, das ist dieser eigene Ausdruck. Das Objekt ist nicht neutral wie eine weiße Leinwand, sondern das Objekt hat selber schon einen eigenen Ausdruck. Und durch diesen eigenen Ausdruck des Objekts, hier der Schallplatte, und dem aufgemalten Motiv gibt es so ein Zusammenspiel, also die Filmkamera, Musik, Filmmusik, das auch im Betrachter ein Assoziationsfeld auftun kann. Also man kann da verschiedene Dinge assoziieren. Der Betrachter hat so einen Freiraum, welche Gedanken das auch auslöst. Was aus heutiger Sicht für mich auch wichtig ist, ist das Thema Upcycling. Das heißt, ich benutze ein gebrauchtes Objekt und ein gebrauchtes Objekt hat schon eine eigene Geschichte. Die Schallplatte wurde gehört, die hat für die Person eine bestimmte Bedeutung. Und anstatt zu entsorgen, nutze ich gebrauchte Objekte und mache daraus Kunst. Also ich mache so etwas wie aus Blech Gold machen und nicht umgekehrt. Das ist auch für mich ein wichtiger Aspekt. Wie es weitergeht, es ist so, dass ich in verschiedenen Strängen arbeite, verschiedene Materialien verwende zurzeit, auch Metallblech oder so. Aber die Schallplatte, die hat mich immer begleitet. Das ist zum Beispiel ein ganz neues Werk, dieses Buch. Und dieses Buch hat die Größe einer Plattenhülle. Und darin sind die Brücken von New York porträtiert und gegenübergestellt eine Schallplatte, die auch wieder als Bildträger funktioniert. Und jetzt sehen wir hier diese weiße, viereckige Seite, ist so ein bisschen wie die weiße Leinwand und darin die schwarze Kreisscheibe. Da denke ich immer auch ein bisschen an das schwarze Quadrat von Malevich, also so ein bisschen mit einem Augenzwinkern
winke ich da in die Kunstgeschichte zurück. Also die Schallplatten, die lassen mich nicht los. Mein Name ist Martin Gut. Wir sind hier an der Plastikausstellung im Hans-Erni-Museum, wo ich eine Konzeptarbeit zeige. Konzeptarbeit ist für mich eher untypisch, weil ich habe relativ jung angefangen Kunst zu machen. Ein bisschen auf einem experimentellen Pfad mit Objekten. Dann sehr lange habe ich Malereien gemacht. Und dann bin ich aber eigentlich wieder auf die ganzen Objekte, Installationsgeschichten zurückgekommen und arbeite gerne mit verschiedenen Materialien, je nachdem, welches Thema ich gerade am Beackern bin. Das sind oft Themen, die mich interessieren, die mich manchmal auch stören, wo ich einfach über die Welt quasi nachdenke, indem ich Objekte oder Installationen baue und dann die aufs Publikum oder auf die Leute loslasse. Jetzt, eben, wie ich erwähnt habe, ein bisschen eine untypische Arbeit ist die Inklusion alles Erdenklichen. Da geht es um einen 3D-Drucker, der vom Konzept her einen riesigen Kubus produzieren soll. Man sieht hinten dran die Zeichnung, wo ich quasi das Konzept drin gebaut habe. Wo Michelangelo dann auch dazu mal gesagt, es ist jedes Objekt im Stein, ich muss es nur rausholen. Und ich habe gedacht, ja gut, wenn er jetzt vielleicht heutzutage wäre, würde leben, wie würde er mit dem 3D-Druckverfahren umgehen? Das ist ja eigentlich eine roboterhafte Maschine, wo sich quasi jeder daheim aufstellen kann, aber es trotzdem niemand macht. Aber eigentlich kann man sich jedes Teil bauen, wenn man dann will. Und ich habe gedacht, ja gut, im Prinzip, wenn ich jetzt einfach den maximalen Druckraum ausnütze, dann müsste ich eigentlich, wie der Michelangelo gesagt hat, ich muss das Objekt nochmal rausholen. Dann wäre eigentlich quasi jedes Objekt ja drin in diesem Kubus drin. Der Drucker hat einfach dann nicht im richtigen Moment aufgehört, sondern hat einfach weitergedruckt. Und so habe ich dann mit My 3D World von Zürich das Konzept in Angriff genommen. Sie haben mir den Drucker zur Verfügung gestellt. Und die Idee war, dass während der ganzen 3 Monate, wo die Ausstellung stattfindet, der Drucker Tag und Nacht am Drucken ist. Der Wille war stark, die Maschine war schwach und es hat nicht ganz funktioniert. Und darum werden wir den Klima den 3. Anlauf starten. Aber ja. Ja, in Zukunft, ich habe ein recht grosses Atelier mit ganz vielen Materialien, wirklich manchmal ein bisschen wie ein Brockenhaus, wo ich hier und da wieder ein Objekt vornehme und etwas umbauen. Im Moment bin ich gerade an einem riesen Drucker am Flicken. Es kann gut sein, dass plötzlich ein Kunstwerk daraus wird. Und was ich auch im Moment mache, ist sehr viel Musik. Und komponieren am Computer, da Filme vertonen, die ich selber mache von meinen Objekten. Und bin jetzt eigentlich so ein bisschen jetzt gerade so in der Musik drin. Aber das kann sich extrem schnell wieder ändern, weil ich extrem gerne Abwechslung habe. Und mit der nächsten Ausstellungseinladung, die wahrscheinlich schon nächste Woche wird eintrudeln, werde ich wieder neue Ideen generieren und weitere Objekte und Installationen oder Konzepte mehr ausdenken. Ich bin Verena Manoli Emenegger. Ich bin 1950 in Luzern geboren und in Horb aufgewachsen. Jetzt lebe ich im Kanton Schweiz, in Immensee. Dort arbeite ich auch. Dort habe ich mein Atelier. Ich arbeite schon seit 40 Jahren mit der Kunst und etwa seit 30 Jahren habe ich regelmässige Ausstellungstätigkeiten. Meine früheren Materialien sind Ton, Holz, Stein, Bronze und seit 2000 habe ich andere Materialien, Materialien, die mir im Alltag begegnen. Sei das auf dem Spaziergang mit meinem Hund, wo ich schöne Schwemmhölzer finde, sei das auf dem Estrich, im Haushalt, in der Garage. Alles, wo ich denke, es hat etwas mit mir zu tun, mit meinen Emotionen. Denn der Schwerpunkt meiner Arbeiten ist nicht rein formal, sondern ich bestücke diese Arbeiten mit Inhalt. Es wirkt wohl von außen konkret, aber es ist immer mit meinen emotionalen Inhalt bestückt, wo ich auf eine Art konserviere, indem als ich sie einschliesse, sei das einzurren, mit damals wie mit der Veloschläuche, oder sei das heute eingießen mit Kunststoff.
Zu meinen aktuellen Arbeiten habe ich mich schon länger, die Putzschwämme gesammelt und die wunderschönen Geschenkbänder, die natürlich bei uns daheim mit Kind und Grosskind sowieso zuhauf rum sind. Und habe dort Überlegungen gemacht, wie ich das in eine Arbeit einbringen könnte. Und zwar habe ich mich zu Wandobjekten entschieden. Bei den Putzschwämmen, die haben so einen wunderschönen dekorativen Glanz und wunderbare Farben, die habe ich erhöht zu einem Mosaik. Obwohl man ja hier mit einem ironischen Schmunzeln immer an das Putzen denkt oder die Frau, die in der Küche steht und die Pfanne ribbelt. Mit dem Kunststoff, den ich eingegossen habe, habe ich dem Ganzen, das wie hinter einer Glasscheibe versorgt. Es ist also nicht mehr haptisch. Ich kann es nicht mehr holen zum Putzen. Es ist wunderschön als Mosaik. Das Gleiche mit den Geschenkbändern, die ich aneinandergereiht habe. Wunderbar in den Farben, in den Erinnerungen, die mich spielen lassen, dass ich das Gefühl hatte, ich könnte fast malen damit und wo man von Weitem denkt, es könnte auch ein Landschaftsbild sein. Bis man dann näher sieht, das sind ja Stoffbänder. Auch die sind wieder mit Kunststoff übergossen, dass ich also denen nicht kann, haptisch werden. Ich kann sie nicht mehr holen. Sie sind verschlossen. Die Emotionen sind konserviert. Das ist momentan meine Hauptarbeit und ich werde weiterhin Gegenstände, die vor allem mit mir etwas zu tun haben, die mich interessiert als Frau. Ich bin auch politisch interessiert und habe damals vor 2 Jahren auch die Chronoblöcke gestaltet mit diesen Zeitschriften und habe die eingegossen in Kunststoff, weil das wichtige Informationen waren, die ich bündeln wollte. Aber sie sind weggeschwirrt, sie sind konserviert. Die neuesten Werke, die sind 2019 entstanden. Zum Kunststoff möchte ich sagen, dass ich einen 2-Komponenten-Kunststoff habe, der flüssig ist und nach 30 Minuten abbindet und erst nach einer Stunde hart ist. Also muss ich hier mit Folie arbeiten, dass mir das flüssige Kunststoff nicht wegfließt und stabil bleibt. Für grosse Arbeiten brauche ich natürlich jemanden, der mir hilft. Für die Zukunft möchte ich vorläufig weiter Gegenstände sammeln, die für mich eine Bedeutung haben, die ich in einem Kontext seriell darstellen könnte. Das Serielle, das auch eine Anlehnung hat an Minimal Art, an Op Art, an konkrete Kunst, die aber von mir immer mit meinem persönlichen Inhalt gefüllt ist. Ich möchte auch ein bisschen offen lassen, was auf mich zukommt. Ich bin ein neugieriger Mensch. Ich möchte mich nicht festlegen und freue mich auf nächste Arbeiten, die eventuell so weitergehen oder wieder eine Veränderung bekommen. Mein Name ist Niklaus Lehnherr. Ich bin von Luzern, lebe seit 20 Jahre wieder in Luzern und mache Kunst und bin freier Künstler seit 1980. Jetzt ist das relativ speziell, dass noch zu einem 40-jährigen Jubiläum gibt es auch noch eine Ausstellung und ich ein Teil davon darf sein. Kunststoff Plastik. Ich habe in den späten 70er Jahren F&F in Zürich besucht. Trotzdem ist das sehr eine experimentelle Schule. Und ich glaube, das hat mich geprägt bis heute. Also auch mit Materialien zu verwenden, die nicht unbedingt im Kunstkontext schon gebraucht worden sind. Das können sein Kanthölzer, dann Bauschaltafeln, wo ich von 1985 bis 1995 Installationen im Aussen- oder Innenraum gemacht habe. Dann ist mir das nachher
eigentlich genug Holz gewesen, und ich bin auf Kunststoff gekommen. Eins von den ersten Objekten, die ich gemacht habe, ist aus Material, das man eigentlich kennt, in den Matratzen, in Küssen, aber man sieht es eigentlich nicht so. Kombiniert mit Hartschaumelement und jetzt bei dem im Besonderen, dass man hier auch mit den Schrauben operieren kann. Man kann also etwas verändern. Der Heinz Stahlhut, der mich eingeladen hat, hat das hier sehr schön ausgerichtet präsentiert in dieser Vitrine. Es gibt auch Objekte mit dem gleichen Material, wo man aber auch stehend verwenden kann. Man kann sie so liegend stellen. Je nachdem, wie das eine potenzielle Käuferin oder Käufer auch will verwenden oder auch eingreifen kann. Ich habe dann auch angefangen, Multiples machen mit Baumaterialien, und das ist natürlich hervorragend, was auf den Baustellen alles gebraucht wird. Also die Abschrankungsmaterialien, dann die Kabelbinder oder Sachen, wo man eher auch wieder muss etwas schützen muss, zum Beispiel bei Gerüsten. Das war so ab den späten 90er Jahren der Fall gewesen. Dann mit dieser Einladung zu dieser wunderbaren Ausstellung. Das ist der Katalog dazu, den Heinz Stahlhut gemacht hat. Wo also 17 bzw. 18 andere Kunstschaffende dabei sind, die ich auch kenne. Zum Teil sind natürlich auch schon gestorben. Freut es mich besonders, eben auch gerade in dem Kontext von 3 Generationen Bill, Max, dann der Jakob und der David Bill oder auch der Schäuble oder der Martin Gut. Da können Präsenz sein. Das ist eine super Ausstellung. Ich kann eben auch draussen noch 3 sogenannte Street Art Reloaded, also ich brauche den Begriff, den man sonst eigentlich für Graffiti Art braucht, auch für 3-dimensionale Sachen, die eigentlich ausgesetzt sind im öffentlichen Raum, ohne dass sie bezeichnet, signiert oder datiert sind. Da sind sie jetzt ein bisschen in einem geschützteren Bereich, in dem Garten vor dem Hans-Herni-Museum. Dann möchte ich noch auf etwas hinweisen. Wir sind ja ein bisschen in einer speziellen Zeit. Das ist ein wunderschönes Gedicht von der Bernadette Lerien Sarbach. Die Eintu eingesperrt, die Anneru ausgesperrt. Das hat natürlich auch einen übertragenen Sinn. Hier in einem Museum, die einen sind drinnen, die anderen sind draussen. Zurzeit ist überhaupt niemand drinnen. Wenn jemand noch möchte, sich weiter kundig machen über mein Arbeiten, kann ich hier noch einen Werbespot zum Schluss machen. Besuchen Sie die Website. Danke vielmals. Und vielleicht ist noch die Möglichkeit, hier die Ausstellung im Hans-Herni-Museum persönlich zu besuchen.